Es gibt schöne Überlieferungsketten, die einen erfreuen, wenn man sie hört. Und es gibt eine schmutzige und eine scheußliche und eine schlimme Überlieferungskette in Bezug auf die Aussage, dass der Koran erschaffen ist. Und zwar haben wir Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan, la'anahullah, überliefert über seinen Scheich Al-Ja'ad ibn Dirham. Und dieser Al-Ja'ad ibn Dirham, er ist eigentlich derjenige, auf den die Jahmiyyah zurückgehen. Aber weil sein Schüler Jahm noch aktiver war als der Lehrer, wird die Sekte dem Schüler zugeschrieben und nicht dem Lehrer. Also Al-Jahm ibn Safwan überliefert über Al-Ja'ad ibn Dirham. Dieser überliefert über den Juden Bayan ibn Sam'an. Dieser überliefert über den Juden Talut al-Yahudi, also Talut dem Juden. Dieser überliefert über Labid ibn al-A'sam. Dieser Labid ibn al-A'sam hat zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt. Und dieser Labid ibn al-A'sam, er war derjenige, der versucht hat, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verzaubern. Und er hat ihm versucht, Zauber ins Essen zu machen. Dieser Labid ibn al-A'sam hat das dann von einigen Juden aus dem Jemen, diese Ansicht übernommen. Es gab also manche Juden, nicht alle, manche Juden, die gesagt haben, die Worte Allah sind erschaffen. Das hat Labid gehört. Er hat das weitergegeben an seinen Schüler Talut. Der hat das weitergegeben an seinen jüdischen Schüler Bayan ibn Sam'an. Er hat das weitergegeben an Ja'ad ibn Dirham. Und dieser hat es weitergegeben an seinen Schüler Al-Jahm ibn Safwan. Und deswegen diese Silsila wird genannt As-Silsilatu Al-Khabithatu.